Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen kleinen Haul für euch. Und zwar war ich letztens irgendwann im Action gewesen und habe da ein bisschen was geholt natürlich. Und vor allen Dingen haben sie da neue Stempel, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar habe ich mir hier das nochmal geholt, beziehungsweise habe ich mir das geholt, das ist ja von diesem Weihnachts, von diesem Weihnachtsstand. Die sind nicht neu, aber dafür ist hier das neu. Hier die. So. Die hier für einen Geburtstag oder so. Die hier. Die Eulchen finde ich sehr süß. Und hier die auch nochmal mit für einen Geburtstag. Ja, das war's auch schon an den Stempeln. Und dann habe ich mir noch fertige Karten geholt. Diese beiden, je zwei Stück. Nehme ich glaube ich noch mal ein bisschen groß. Die beiden möchte ich Karten draus machen, Weihnachtskarten. Ja. Und dann habe ich mir noch zweimal die hier geholt zum Stempel reinigen. Damit ich nicht immer ins Bad rennen muss, wenn ich die Stempel mit den Stempeln fertig bin. Ja. Auch zwei Stück. Und hier von dem Band sind 10 Meter, habe ich mir 8 Stück. Ja, 8 Stück geholt. Ja, genau. Das Ganze zusammen hatte dann auch nur, also da kann man wirklich sagen, nur 11 Euro gekostet. Das finde ich bei Action immer ziemlich cool. Dann da hat man den Korb oder den Einkaufswagen voll und bezahlt nur, sage ich jetzt mal, 40 Euro. Und wenn man, keine Ahnung, in einen anderen Laden geht, hat man gleich mal 100 Euro draußen drinnen, die man bezahlen muss. Da ist Action schon sehr cool. Das war es auch schon. Ist jetzt ein sehr kurzes Video, aber ja, es ist ja nicht mehr da, also kann ich auch nicht mehr zeigen. Außer, ich war gestern im Aldi. Die haben da auch so Bastelsachen im Moment, ja. Und da habe ich hier das Stickerset geholt. Hier das für ein Adventskalender und hier das Stickerset, wobei ich erst später gesehen habe, dass das so ein komisches 3D ist, wo man dann hier die einzelnen Dinger hochklappen muss. Muss ich mal gucken, ob ich das verwende oder einfach dann komplett festklebe. Aber ich finde die hier sehr süß. Und ein neues Schneidebrett habe ich mir geholt, weil das andere, da stimmen ja die Maße nicht. Ja. Aber das war's jetzt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Eure Anna.